An alle, ja, hier aus dem leicht bewölkten Bad Homburg. Mein Name ist Ralf Günzel und ja, ich darf Sie für die nächste Session als Moderator kurz durch das Programm führen. Doch kurz zuvor, bevor ich meinen Kollegen den Arthur Stock vorstelle, noch ein kleines Thema. Für alle, die jetzt schon mal die ganze Woche schon auch auf dem DSME unterwegs waren, wir haben die Möglichkeit, dass Sie auch Termine bei uns direkt buchen können, und zwar direkt über die Booking-Funktion über Microsoft. Das heißt, einfach mal das Handy zücken, dann kommen Sie mit dem QR-Code direkt auf die Website und können sich einfach einen ganz unverbindlichen Beratungsgesprächstermin buchen und sich einfach mal über die Themen austauschen und einfach mal mit jemand von meinen Kollegen oder von mir sprechen, um zu gucken, ja, wie könnte man das ganze Thema anwenden? Was ist für Sie da drin? Was muss man eigentlich tun, um es letztendlich auch zum Leben zu erwecken? Ja, damit erstmal kurz zum Werbung. Damit möchte ich auch auf die nächste Folie überspringen zum Arthur Stock. Kollege von uns, Consultant und Trainer, ist schon auch ein paar Tage jetzt schon wieder bei uns, ein paar Jahre, und hat das Thema mitgebracht, Servicekatalog in a nutshell. Ja, der eine oder andere wird sich fragen, Servicekatalog, naja, irgendwie doch vielleicht alter Kaffee, haben wir doch schon irgendwie alles. Wir sehen es in letzter Zeit immer mehr, dass das Thema Servicekatalog immer mehr in Mode und in Trend kommt. Ganz einfach, weil vielfach doch eher ein technischer Servicekatalog implementiert ist und die Sicht des Kunden, nennen wir es mal, doch nur zum Teil. Das ist wie wenn Sie ins Restaurant gehen und Sie bekommen die einzelnen Bestandteile hier, Schweinenacken und einzelnes Schmorgemüse, aber am Ende wollten Sie doch eigentlich irgendwie einen Rollbraten haben. Ja, apropos Rollbraten, damit, lieber Arthur, das soll das Stichwort sein. Damit möchte ich das Thema gerade an dich übergeben. Du hast jetzt die Moderationsrechte. Wenn Sie Fragen stellen wollen, liebe Teilnehmer, dann können Sie das grundsätzlich sehr gerne tun. Nutzen Sie die Frage- und die Chat-Funktion. Wir werden gucken, dass wir sie zum Ende des Vortrags hin beantworten können. Alle Fragen, die wir nicht direkt in diesem Slot beantworten können, werden wir entweder A per E-Mail im Nachgang Ihnen zuschicken. Da bitte geben Sie uns Zeit bis nächste Woche, dass wir es Ihnen schicken können. Oder der Arthur ist im Anschluss noch in der Speakers Corner für Sie da. Da können Sie das ganze Thema auch direkt eins zu eins über unsere Speakers Corner direkt mit dem Arthur Stock besprechen. Ich sage schon mal vielen Dank und einen spannenden Vortrag. Ja, dann auch herzlich willkommen von meiner Seite an alle, die heute dabei sind. Und vielen lieben Dank an dich, Ralf, für die kleine Vorstellung. Ja, also bei mir ist es auch recht regnerisch. Ich bin aber auch gar nicht so weit weg von dir entfernt. Ich sitze im schönen Langen bei Frankfurt. Und wir wollen uns heute das, ja, wie schon in der Einleitung rausgekommen ist, klassische Thema Servicekatalog anschauen. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass man eben jetzt gerade so in den letzten 5 Tagen auch auf unserem Kongress sieht, dass natürlich viele agile Themen angesprochen werden. Ja, ich habe gerade auch mit Ralf darüber gesprochen. Ja, Design Thinking ist ein ganz großes Thema. Und dann gibt es halt eben auch noch klassische Themen. Und über so ein klassisches Thema möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Und ich glaube, das ist auch ja, einfach mal eine andere Betrachtungsweise von vielleicht auch einer Person, die in einer Generation Millennials groß geworden ist, die vielleicht auf das Thema auch nochmal eine ganz andere Sicht hat. Und ja, so wie der Ralf gerade schon beschrieben hat, wir merken das gerade bei unseren Beratungsprojekten, das war schon immer und es ist eben ein Dauerbrenner, das Thema Servicekatalog. Und da merken wir ganz oft, dass natürlich viele Organisationen, viele Unternehmen große Schmerzen haben bei diesem Thema. Und das muss natürlich nicht sein. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eben heute mit diesem Vortrag einen Impuls geben möchten, um eben ja, einen Servicekatalog aufzubauen, der transparent ist, den man versteht als Konsument. Ja, Ralf, fand ich auch gerade ganz schön, was du gesagt hast. Ja, wenn ich mir eben irgendwo an der Kasse was kaufe, dann möchte ich ja eigentlich auch genau das bekommen. Und darum geht es, ja, dass wir die Sprache, die wir verwenden in unserem Servicekatalog, darauf anpassen, wer gerade uns gegenübersteht.
und eben auf den Stakeholder, auf unseren Kunden, auf unseren Konsument in dem Moment ja, die Anpassung vornehmen. Und ich glaube, es ist ein Muss, ein Servicekatalog ist ein Muss für jede IT-Organisation, um eben die Klarheit zu schaffen. Man muss aber auch sehen, es ist ganz klar eine Mammutaufgabe. Ja, um eine strukturierte Quelle für unsere Informationen zu den Service aufzubauen, ist das nicht einfach. Und ja, wir wollen uns jetzt auf eine Reise begeben. Wir wollen uns jetzt auf die Reise in eine transparente Serviceorganisation begeben. Und ja, vorab vielleicht noch mal zwei, drei Punkte zu mir, aber da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Ralf hat schon gesagt, dass ich jetzt im zweiten Jahr Trainer und Berater bei der ServiU bin, vor allem für die Themen Service Management. Das ist da sicherlich eitel, das ist da Agile Service Management, das sind aber eben auch viele agile Themen. Und so viel mehr möchte ich gar nicht über mich erzählen. Ja, ich habe einfach mal den LinkedIn-QR-Code mit reingenommen. Und ja, wenn Sie ein bisschen mehr zu mir erfahren wollen, dann scannen Sie das gerne ab. Ich freue mich da grundsätzlich auch immer, wenn man sich mit Personen, die sich eben in dem Bereich befinden und tätig sind, vernetzen kann. Deswegen gerne einfach eine Anfrage senden. Und ich glaube, gerade wenn man in dem Bereich unterwegs sind, da kann das nur vorteilhaft sein. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, okay, was wollen wir uns in den nächsten Minuten anschauen? Viel Zeit haben wir ja nicht. Da müssen wir ganz schön auf die Tube treten, damit wir möglichst viel uns anschauen können jetzt hier. Und ich habe gerade schon von so einer Reise gesprochen. Ja, und die Reise, die habe ich mir eben überlegt, als ich das ganze Thema auch mal verschriftlicht habe. Es ist eine Reise, wo man versucht, eben in 5 Schritten in eine transparente Serviceorganisation zu kommen mit einem, ja, transparenten Servicekatalog, der die Grundlage dafür darstellt. Und bevor wir das machen, bevor wir in die ersten Schritte gehen, habe ich mir überlegt, okay, wir sollten natürlich das Thema ganz allgemein nochmal beleuchten. Wir sollten uns nochmal anschauen, was sind denn die grundsätzlichen Problematiken an so einem Servicekatalog? Was müssen wir berücksichtigen? Was wird eben oft an der Stelle falsch gemacht? Also was ist so ein bisschen der Kern des Ganzen? Das versuchen wir herauszufinden. Und dann begeben wir uns auf die Reise und dann schauen wir uns einzelne Schritte an. Wir schauen uns im ersten Moment an, was ist die Grundlage, um jetzt so ein Thema anzugehen? Was müssen wir machen? Und da habe ich mir überlegt, der erste Schritt sollte da auf jeden Fall sein, dass wir uns klar werden darüber, was denn eigentlich ein Service ist, dass wir klar werden zwischen Service Provider und Konsument, was eben mit dieser Service-Definition gemeint ist. Und das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen, denn wenn da keine Einigkeit darüber besteht, und in vielen Organisationen ist das das erste Thema, dass keine Einigkeit in der Definition des Service besteht, deswegen brauchen wir das als Startpunkt, als ersten Schritt, um dann wirklich loszulegen. Der zweite Punkt wird dann sein, wer ist denn jetzt eigentlich mein Konsument genau? Ja, wir wollen uns dann anschauen, okay, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Kunde? Wer sind die Anwender, mit denen wir da zusammenarbeiten? Auch da wird ein klassisches Thema wie ein Servicekatalog durchaus auch agil, wenn man so möchte. Ja, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, iterativ vorzugehen, dass wir die Möglichkeit haben, auch gewisse Methoden zu nutzen, die uns helfen, eben den Konsumenten ein bisschen besser zu verstehen. In vielen Fällen haben wir aber natürlich schon gewisse Dinge. Ja, wir müssen uns nicht immer neu erfinden. Wir werden gewisse Leistungen schon erbringen und das wollen wir natürlich herausfinden in unserem dritten Schritt. Da geht es dann darum, die Baseline der bestehenden Leistungen vorzunehmen. Also welche Leistungen stellen wir aktuell schon zur Verfügung und ja, welche Anwendungen werden hier von wem betreut? Wer nutzt das wofür? Und oft müssen wir da eben, wie schon gesagt, das Rad eben nicht neu erfinden. Dann haben wir ein gutes, ja, einen guten Blick bekommen, ein gutes Verständnis bekommen, dann wissen wir, um was es geht, aber dann müssen wir natürlich dann auch mal wirklich in die Beschreibung kommen. Ja? Das soll dann der vierte Schritt sein, den wir uns dann gleich anschauen werden, dass wir den Service beschreiben und abbilden, dass eben die Klarheit besteht und wir das, dass wir sozusagen jetzt den Gummi auf die Straße auch wirklich bekommen und vorwärts kommen. Und da werden wir sehen, dass das ganz oft in vielen Fällen nicht so einfach ist. Dass wir aber auch an der Stelle durchaus auch Inhalte aus Eitel nutzen können, die uns dabei unterstützen, eben so einen transparenten Servicekatalog eben aufzubauen. Ja, und ganz zum Schluss schauen wir nicht uns nur
ein wirkliches Beispiel an, ja, aus der Praxis, wo man dann sehen kann, wie sieht denn so ein Servicekatalog aus? Wie sieht denn so ein transparenter Servicekatalog aus, Arthur? Das wollen wir uns an der Stelle anschauen und dann eine kleine Zusammenfassung machen mit den wichtigsten Punkten. Und wie können wir denn jetzt wirklich starten? Wie können wir an der Stelle jetzt wirklich loslegen? Ja, das ist jetzt unsere kleine Agenda für die nächsten Minuten. Wirklich viel Zeit haben wir ja nicht, müssen wir sagen. Und da würde ich vorschlagen, gehen wir doch mal direkt rein. Der Servicekatalog. Ja, was ist das eigentlich? Was ist so ein Servicekatalog? Gerade hier an der Stelle für die Personen, die das Thema vielleicht das erste Mal neu hören. Das könnte ja auch durchaus sein, dass hier eben Personen mit dabei sind, die eben den Servicekatalog überhaupt nicht kennen. Deswegen ganz kurz und knapp beschrieben, der Zweck eines Servicekatalogs ist das Bereitstellen einer zentralen und konsistenten Informationsquelle über alle Services und Serviceangebote für die erforderlichen Stakeholder. Also, es ist eine Informationsquelle, die wir brauchen. Und da vielleicht mal ein paar Punkte zu nennen, die dabei wichtig sind, um da vielleicht auch ein bisschen so zu schauen, was ITIL da an der Stelle uns an die Hand gibt, sagt man eben, dass der Servicekatalog ja die Sammlung ist der aktuellen Services, die bestehen. Das ist aber eben in ITIL durchaus auch noch die Betrachtung von Retired Services und einer Service Pipeline gibt, dass man eben sagt, es gibt durchaus Services, die wir in der Vergangenheit hatten, die wir jetzt nicht mehr bereitstellen. Und es gibt Services in der Service Pipeline, die eben jetzt für die Zukunft vorgesehen sind. Und all das fällt dann eben unter das Service Portfolio Management. All das können wir in diesen Practices dann nutzen. Und da gibt uns ITIL recht viel an die Hand, um da dann auch gut vorgehen zu können. Und ja, da geht es dann um unterschiedliche Dinge. Es geht vor allem darum, eben ja, so eine Erstellung, so eine Aufgliederung zu machen, dass es eben unsere unterschiedlichen Stakeholder verstehen. Denn es ist ja nicht immer nur ein Stakeholder, der die Informationen von so einem Servicekatalog braucht, sondern wir haben beispielsweise ja, Anwender, die Informationen zu verfügbaren Service Requests brauchen. Wir haben Kunden beispielsweise, diejenigen, die also definieren, was die Anwender später nutzen sollen, die Informationen zu den Service Levels brauchen. Wir haben technische Teams, die Informationen zu den Konfigurationen der Services brauchen. Also ganz unterschiedlich. Und da stellen Sie vielleicht gerade fest, ja, das Thema könnte kompliziert werden. Und muss man auch ganz sagen, das ist die große Schwierigkeit dabei. In vielen Fällen ist es eben sehr kompliziert und wir müssen schauen, dass wir es eben diese komplexe Welt, die wir da draußen haben, dass wir es eben einfach und klar darstellen können. Und das ist ganz klar die Herausforderung. Man kann dann sagen, dass ein ja, Servicekatalog eben durch ganz unterschiedliche Formen abgebildet werden kann. In vielen Fällen ist das ein Dokument. Manchmal wird das dargestellt in einem Online-Portal oder ist integriert in einem Tool. Und was dann auf jeden Fall Sinn macht, egal welche Form wir nutzen, dass wir eben eine Struktur bekommen. Dass wir eine Struktur bekommen, einmal ein Serviceangebot, also das Wertversprechen beschreiben und dann eben auch ins Detail gehen können. Was sind Waren? Was sind Hardware? Was sind Software? Was sind einzelne Serviceaktionen? Was ist der Zugang zu Ressourcen? All das wollen wir uns in den nächsten Minuten anschauen. Und ja, darum geht es, ne? Dass wir dann am Ende eben ein Verständnis auf beiden Seiten haben. Es geht nicht nur darum, dass der Service Provider das Ganze versteht, dass Sie das verstehen, sondern es geht eben natürlich auch darum, dass der Konsument versteht, was er bezahlt, was er später nutzen kann. Utility und Warranty an der Stelle, die Stichwörter, die man vielleicht da auch schon gehört hat, wo es dann um die Funktionalität auf der einen Seite und um die Zusicherung auf der anderen Seite geht. Ja, das vielleicht so kurz und knapp vorab, ja, das Thema Servicekatalog. Was ist jetzt die wirkliche Problematik? Die schauen wir uns als nächstes an. Ja, die habe ich hier mitgebracht. Und ich habe mir überlegt, okay, wie können wir das gut vermitteln? Ich glaube, wenn man so ein Beispiel nimmt, was jeder hat, was jeder kennt, PC-Arbeitsplatz beim Onboarding. Es geht darum, dass ein neuer Mitarbeiter in die Organisation kommt und es geht darum, dass dieser Mitarbeiter eben an der Stelle alle Endgeräte bekommt, alle Zugänge bekommt, damit er gut arbeiten kann. Ja, das wäre dann so ein Arbeitsplatz, wie ich ihn hier abgebildet habe.
wie man sich das dann vorstellt. Dann kommt man hin und stellt fest, prima, das funktioniert. Ich kann mich anmelden, ich kann arbeiten, ich kann direkt loslegen. Ja, das ist ja gerade für jemanden, der anfängt in der Organisation und startet, ist das ja durchaus ein wichtiges Thema, dass man merkt, okay, die Organisation, die kriegt das gut auf die Reihe und prima, das funktioniert, klasse. Wie sieht es in der Realität oft aus? Ja, ich übertreibe vielleicht ein bisschen an der Stelle, vielleicht aber auch nicht. Da kann sich, glaube ich, jeder so selbst ein bisschen ein Bild machen. Die Realität, Endgeräte sind nicht da, so wie wir sie brauchen. Gerade in Zeiten von der Pandemie ist das ein absoluter Killer, dass wir feststellen, so, ich möchte anfangen zu arbeiten. Ja, okay, der Laptop ist da, der Monitor fehlt aber. Okay, jetzt darf ich die nächste Zeit erstmal auf meinem Laptop arbeiten, was 13 Zoll groß ist. Ja, prima, das macht richtig Spaß. Oder eben auch nicht. Und ja, dann fehlen Zugänge und ja, dann stellt man sich die Fragen, warum ich, ja, warum bin ich immer derjenige? Man verzweifelt, ja. Und dann kommt natürlich schlechte Stimmung hoch, dann bekommt man keine Lust, wenn das Thema so schon losgeht. Dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern, dass eine interne IT an der Stelle einen Stempel auf die Stirn bekommt, kann nichts. Und da lasse ich lieber die Finger, da versuche ich das irgendwie selbst zu lösen. Ja, aber ganz so einfach ist es nicht. Ja, immer alles auf die IT zu schieben, ist glaube ich, auch der falsche Ansatz. Um hier so ein bisschen zu verstehen, was dahinter steckt, ist ganz klar so ein bisschen die wirkliche Problematik, dass wir eben die mangelnde Zusammenarbeit nicht haben. Ja, die mangelnde Zusammenarbeit zwischen einer internen IT und anderen Fachbereichen oder eben auch als externer Service Provider, dass wir nicht in diesen Austausch kommen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen in den letzten 5 Tagen hier auf dem Kongress auch andere Impulse, andere Keynotes gehört hat. In vielen Fällen ist es ja oft auch immer das Gleiche, muss man sagen. Silos aufbrechen, zusammenarbeiten, das ist ja genau das Thema, wovon, glaube ich, viele sprechen. Und das ist auch hier die Problematik, dass wir eben schauen müssen, dass wir eine klare Verständlichkeit bekommen und auf einem Nenner sind. Und deswegen ist die nächste Seite jetzt so wichtig. Deswegen ist der erste Schritt unserer Journey, unserer Reise so wichtig, dass wir nämlich eben anfangen, auf eine Partnerschaft zu kommen, auf Augenhöhe, ja, auf einer strategischen Partnerschaft auf Augenhöhe. Dass eben die interne IT nicht immer die Letzten sind, die erfahren, oh, jetzt gibt es hier eine neue Systemeinführung. Ah, prima, das ist toll, dass wir jetzt gefragt werden, wenn es um die Technikfragen geht, aber in der Evaluation wurden wir nicht einbezogen. Wie kann das sein? Also, da muss man natürlich an der Stelle schon auch das Gesamtkonstrukt sehen und sehen, dass eben IT als Bereich eben nicht immer diejenigen sind, die, ja, wie kann man es nett ausdrücken, ja, die hier mal die ganzen Fehler verursachen, ja, und da die Schuldigen sind, warum der Anwender nicht arbeiten kann. Es kommt am Ende auf die Struktur drauf an und es kommt auf die Verantwortlichkeit dran, die auch der Konsument hat. Ja, ich habe in meiner Vergangenheit, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe schon viele unterschiedliche Organisationen kennengelernt, große Konzerne, Agenturen. Und das ist immer extrem spannend, wie unterschiedlich gut dieses Thema funktioniert hat. Man kam am ersten Tag an, alles war da, man konnte direkt anfangen zu arbeiten, man konnte sich austauschen mit den neuen Kollegen, man konnte sie kennenlernen, man konnte direkt loslegen. Und auf der anderen Seite gab es eben genau das Gegenteil, dass nichts da war, dass man eigentlich eine komplette Woche nicht arbeitsfähig war. Und das ist ganz oft dann im Nachhinein auch deutlich geworden, dass eben man als Fachbereich eben nicht richtig zu richtigen Zeitpunkt kommuniziert hat, dass es eben einen neuen Mitarbeiter beispielsweise geben wird. Und deswegen der nächste Punkt so extrem wichtig, der erste Schritt, den wir haben, eine einheitliche Service-Definition zu bekommen. Ja, und da habe ich mich jetzt an der Stelle mal bedient an der Definition, die wir aus ITIL kennen. Ein Service, was ist das eigentlich? Es ist eine Möglichkeit, gemeinsam Mehrwert zu schaffen, indem das Erreichen der von Kunden angestrebten Ergebnisse erleichtert wird, ohne dass der Kunde bestimmte Kosten und Risiken managen muss. Das ist die, ja, Definition, die es schon eine ganz lange Zeit gibt, die auch immer ähnlich geblieben ist. Man muss an der Stelle das aber meiner Meinung nach auch immer ein bisschen hinterfragen. Denn gerade wenn man das liest, den letzten Teil, ohne dass der Kunde bestimmte Kosten und Risiken managen muss,
Also es geht hier um eine Hilfestellung, dass er jetzt sozusagen die Hände wegnehmen kann von den Zügeln und sagt, so, ihr macht jetzt für mich. Das ist es aber nicht. Wir haben Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten. Wir haben Verantwortlichkeiten auf der Seite des Service Providers, ja, die interne IT, der externe Service Provider. Der muss Aktionen durchführen, der muss Dinge tun, damit es zu einem Wert kommt. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch Verantwortlichkeiten bei unserem Kunden, bei unseren Anwendern. Ja, wenn die nicht definieren, was sie brauchen, wenn die nicht bezahlen, wenn die nicht nutzen, dann wird es am Ende des Tages auch nicht zu einem Mehrwert kommen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige daran, dass man das eben klar macht. Und wenn wir da in unsere Beratungsprojekte gehen, dann ist das erstens, also das ist ganz oft die erste Erkenntnis, ah, wir haben ein falsches Verständnis darüber. Wir haben zwischen den einzelnen Bereichen nicht das gleiche Verständnis gehabt. Und deswegen ist es zu diesen ganzen Problemen gekommen. Vielleicht hat jemand von Ihnen auch schon mal was von einem magischen Dreieck gehört. Davon erzählt man auch ganz gerne. Ja, wenn man sich diesen Service anschaut, ja, das Dreieck soll da für den Service stehen und da sagt man immer, wir haben drei Punkte. Wir haben Funktionalität und Qualität, wir haben Zeit und wir haben Kosten. Okay, was will der Konsument immer haben? Naja, der Konsument, der will immer haben, bitte so günstig wie möglich, Bereitstellung so schnell wie möglich, Entwicklung bitte auch so schnell wie möglich und das ist doch ganz klar. Höchste Qualität, die Funktionalitäten, die sollen die höchsten Qualitäten haben. Das ist doch logisch. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Doch, da müssen wir drüber sprechen, denn in vielen Fällen reicht eben das Budget an der Stelle dafür nicht aus. Ja, ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht, die das so ein bisschen ja, verbildlichen sollen. Ja, weiß ich nicht, Life of Pi, kennen Sie vielleicht, ja. Client Budget und Client Expectation. Das funktioniert natürlich nicht. Also ich muss natürlich an der Stelle, muss ich natürlich, wenn ich sage, ich will eine hohe Qualität haben und ich möchte das so schnell wie möglich haben, dann muss ich natürlich auch mit gewissen Kosten rechnen. Also dieses Dreieck wird immer ein Dreieck bleiben. Ich kann zwar schnell und günstig machen, wird aber, so wie man im Bild sieht, dann eben nicht so eine gute Qualität haben. Ja. Vielleicht kennen Sie an der Stelle auch Game of Thrones, auch ein sehr schönes Bild, ja, wo man hier den Vergleich ziehen kann. Und einen habe ich noch, schon ein bisschen älter, der Film, aber große Klasse, das fünfte Element. Ja? Also Client Expectation und wie sieht dann das Budget dafür aus? Das Budget sieht dann leider so aus, dass man damit nicht so wirklich viel anfangen kann. Und das ist unser erster Schritt. Wir müssen also Klarheit schaffen in unserer Definition des Service. Was ist eigentlich der Service? Gerade wenn wir von einer internen IT sprechen, aber für einen externen Service Provider gilt das natürlich auch. Und wenn wir darüber dann Klarheit geschaffen haben, können wir uns die Frage stellen, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich der Konsument? Ja? Wer ist denn jetzt wirklich das Geschäft? Was passiert in diesem Geschäft? Was machen wir da? Und das sind so die ersten Fragen, die wir uns dann stellen sollten. Ja, was macht das Business? Was stellt das Unternehmen her? Welche Geschäftsprozesse existieren? Und ja, was machen die verschiedenen Stakeholder? Ja, wir haben es gesehen. Es gibt unterschiedliche Stakeholder in der Organisation, die an unterschiedlichen Informationen interessiert sind. Und das ist die große Herausforderung für uns, eben genau diese einzelnen Informationen dann so darzustellen, dass die Leute es dann auch wirklich lesen können und dass sie damit dann wirklich auch was anfangen können. Was haben wir da für Möglichkeiten, jetzt diesen Konsumenten zu verstehen? Ja, vielleicht auch in dem einen oder anderen Vortrag schon aufgekommen, so ein Thema. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt mal für konkret einen Punkt entschieden, den ich in meiner Praxis kennengelernt habe. Und das ist das Erstellen von Personas. Das Erstellen von Personas, was ich an der Stelle auch wirklich nur kurz und knapp als eben nur eine Methode darstellt, eine Methode von vielen ist, die uns die Möglichkeit gibt, eben zu verstehen, wer ist der Konsument. Wir müssen uns in ihn hineinversetzen, wir müssen verstehen, was seine Problematik ist und wir wollen am Ende eben ja einen fiktiven, aber doch realistischen Zielkunden haben, in den wir uns dann hineinversetzt haben. Dem können wir dann Fragen stellen,
Und wir beantworten diese Fragen, ja. Und wir versuchen, er dann zu sein. Wir versuchen dann eben an der Stelle, ja, so ein bisschen auch einfach seine Rolle dann einzunehmen. Und das Ganze versucht man dann immer sehr, ja, sehr, sehr, ja, realitätsgetreu abzubilden. Also man versucht dann wirklich mit konkreten Gesichtern und Namen zu arbeiten. Das macht durchaus auch Sinn. Dann kann man sich besser in ihn hineinversetzen. Man versucht eben an der Stelle ja, zu klären, was die Demografie, Angaben zu Personen, wie alt ist sie, wie ist der familiäre Stand, was sind die Hobbys, was sind die Interessen und natürlich dann immer spannender, was sind die Erwartungen, die Ziele und die Emotionen, über die er kommt, was sind die Herausforderungen und was wären die Lösungen? Ja, was ja auch an der Stelle so ein bisschen in Design Thinking geht, dass man da ja an der Stelle auch versucht, eher zu sein. Ich habe einfach mal ein Bild mitgebracht, das das Ganze darstellt. Wer ist eigentlich der Konsument? Ja, der Marketing Martin oder der Sales Simon? Und dann könnte man hier jetzt beispielsweise so ein Template nutzen, um das auszufüllen, um eben an der Stelle ja, diesen fiktiven, aber doch realistischen Zielkunden eben zu erstellen. Das ist genau das, was wir versuchen zu bekommen. Ja. Schritt Nummer 3. Wir haben an der Stelle schon ganz viel. Wir müssen nicht immer alles neu machen. Und an der Stelle müssen wir uns an den nächsten Punkt bedienen. Und das ist unser Configuration Management System, unsere CMS. Die gibt uns die Möglichkeit, eben gewisse Konfigurationen darzustellen. Das ist also all das Wissen, was wir brauchen, um unsere Services zu steuern. Ohne diese CMS wird es richtig schwierig, einen Servicekatalog zu erstellen. Ich würde mal behaupten, dass es auch nicht geht. Wir brauchen diese Informationen und diese Informationen, die bestehen eben in unserer CMS. Und wenn man da mal so ein bisschen reinschaut, wie die CMS aufgebaut ist, habe ich auch versucht, einfach ein bisschen zu verbildlichen, wie das Ganze aussieht, dass man eben feststellt, okay, wir haben jetzt einen Service-PC-Arbeitsplatz und da stehen unterschiedliche Komponenten dahinter. Da haben wir einmal die Ebene der Hardware, da haben wir die Ebene der Software, dass wir beispielsweise unterschiedliche Software auf diesem PC-Arbeitsplatz installieren und konfigurieren müssen. Und wir müssen im nächsten Moment dann eben auch schauen, wie sind die Eigenschaften, wie sind die Beziehungen zueinander. Und in dieser CMS, in unserem Configuration Management System, finden wir dann eben vor allem auch ja, Dokumentation, ja, Handbücher dazu. Ne? All die Themen, die wichtig sind, auch SLAs, ja, Service Level Agreements finden wir da. Und da wollen wir einfach wissen, welche Services bieten wir an, welcher Konsument nutzt diese Services und wie wird in der Organisation der Service dann erbracht. Ja? Und das ist super wichtig, denn am Ende können wir natürlich dann im nächsten Moment auch zeigen, was sind unsere Services und welcher Wert entsteht dadurch. Wenn ich lediglich eine Betrachtung meiner einzelnen Komponenten vornehme, dann komme ich in diese typischen Themen rein, dass der CEO um die Ecke kommt und mich fragt als Abteilungsleiter, als Leiter der IT, warum geben wir denn eigentlich 10 Millionen jedes Jahr für IT aus? Warum machen wir das eigentlich? Ja, wenn ich jetzt in die CMS reinschaue, dann kann ich das technologisch an der Stelle beschreiben. Da kann ich sagen, welche Hardware wir haben. Da kann ich sagen, welche Komponenten bestehen. Ich kann sagen, auf welchem Betriebssystem wir arbeiten. Das geht alles. Aber ich kann Ihnen nicht erklären, warum wir das brauchen. Das kriege ich nicht hin. Das ist die große Herausforderung dabei. Und deswegen muss ich es schaffen, mit meinen Services zu erklären, was der Wert am Ende des Tages ist. Ich muss beschreiben, warum wir diese Komponenten im Einsatz haben. Ich muss beschreiben, warum wir das tun. Und ja, dann kann ich auch erklären, ja, warum wir so viel Geld für Lizenzen ausgeben. Und das beschreibt eben, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut die Problematik, die oft eben an der Stelle dann dabei besteht. Und da hat jeder von Ihnen, der in dem Bereich unterwegs ist, genau diese Situation schon mal gehabt, dass man wirklich Probleme hat, das dann eben aufzuzeigen, Probleme hat, wirklich
darzulegen, warum wir das jetzt so brauchen. Ja, ich kann es aus der technischen Sicht, kann ich es beschreiben, aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht nur diese technische Sicht, wir wollen eben vor allem auch erklären, was der Wert des Ganzen ist. Und das muss ich nicht nur als interne IT, das muss ich erst recht auch als externer Service Provider machen. Und ja, dann kann ich eben auch beschreiben, warum gewisse Kosten verursacht werden. Und dann kann ich auch erklären, warum das zustande kommt. Man muss aber auch ehrlich sein, ja? Wir werden nicht das ins kleinste Detail aufgliedern können. Das wird nicht funktionieren. Wenn es jetzt um eine konkrete Zuordnung von allen Kosten geht, das wird extrem schwierig. Das werden wir in vielen Fällen nicht so hinbekommen. Aber wir müssen eben anfangen. Und dieses Anfangen, da können wir uns durchaus diese Grundprinzipien aus Eitel ziehen. Da können wir durchaus sagen, ja, dort beginnen, wo man steht. Wir schauen uns an, was haben wir denn eigentlich? Welche Leistungen werden schon erbracht? Welche Dokumentation haben wir denn auch schon? Was können wir denn alles nutzen? Und dann müssen wir eben dieses klassische Pareto-Prinzip nutzen. Wir werden es nie zu 100% machen können. Ja, aber wir müssen mal einen ersten Schritt gehen. Wir müssen mal anfangen und wir müssen eben auch damit rechnen, dass eine hundertprozentige Transparenz nicht schaffbar sein wird. Aber wir fangen eben an und dann glaube ich, dass das Grundprinzip sich iterativ mit Feedback weiterentwickeln dann ganz gut funktioniert, um sich dem eben anzunähern. Wir wollen eben in eine transparente Serviceorganisation kommen. Das ist ein Weg dorthin. Da werden wir nicht mit einem Fingerschnipsen sein und ja, wir setzen uns jetzt mal zusammen und machen einen Workshop und dann können wir ein bisschen die Baseline beschreiben und dann sind wir fertig und machen einen Haken dran. Das werden wir nicht hinbekommen. Ein weiteres Grundprinzip, was ich an der Stelle noch wichtig finde, ist das Thema Einfachheit und Praktikabilität. Die gesammelten Informationen nutzen wir nun, um eben Leistungen in Service zu bündeln. Und da hilft es natürlich eben, das irgendwie einfach darzustellen, ne? Und ich glaube, das Grundprinzip Einfachheit und Praktikabilität funktioniert da schon sehr gut, eben zu schauen, dass das einfach darstellen, ne? Dass es nicht zu technisch wird, dass es nicht zu groß wird. Und das ist dann eben mal wieder die große Herausforderung dabei. Okay, also Definition ist klar. Wir wissen, was ein Service ist. Wir haben den Konsumenten verstanden. Wir wissen, was aktuell auch schon besteht. Gut, dann fangen wir doch mal an mit der Servicebeschreibung. Das ist jetzt unser ja, zweitletzter Schritt, den wir haben. Wir wollen den Service beschreiben und Eitel gibt uns da wirklich viel an die Hand. Viel an die Hand, was wir nutzen können. Und das ist gerade die schöne Aufgliederung in Serviceangebot, Warenzugang zu Ressourcen, was dann wiederum Produkte sind und wo wir dann ganz unten im kleinsten Detail feststellen werden, dass das alles aus Ressourcen besteht. Das ist unser Service. Und diese Aufgliederung, die können wir nutzen, um in die Servicebeschreibung zu gehen, um mit unserer Servicebeschreibung eben unseren Service erklären zu können. Nicht nur aus technischer Sicht, sondern eben auch aus der Sicht, was ist das Wertversprechen? Das hätten wir beispielsweise mit dem Serviceangebot, ne? Im ganz oberen Teil geht es in der Servicebeschreibung darum, was bringt dieser Service? Ich will nicht wissen, welche Hardwarekomponenten ich brauche. Ich will nicht wissen, welche Softwarekomponenten ich brauche. Darum geht es jetzt erstmal nicht. Ich will wissen, warum gibt es diesen Service und was soll der mir bringen? Wenn wir beispielsweise mal als Thema einen Mobilfunkvertrag nehmen, der uns die mobile Kommunikation darstellt, dann ist da das Wertversprechen Kommunikation überall und jederzeit. Und wenn ich auf der Autobahn bin und Richtung Hamburg fahre und feststelle, dass mein Gespräch abbricht, dann habe ich dieses Wertversprechen gebrochen. Und genau darum geht es. Ja, genau darum geht es, diesem Wertversprechen auch nachzukommen. Für Sie, dass Sie als interne IT diesem Wertversprechen nachkommen. Und dann können wir das Ganze auch runterbrechen. Dann können wir sagen, okay, ja, es geht darum, dass wir eine Kommunikation überall und zu jeder Zeit haben mit unserem Smartphone für unseren Anwender, der dann telefonieren kann. Und wenn wir uns dann auf der Seite der Waren anschauen, was wir dafür brauchen, sehen wir ja das Mobiltelefon. Sehen wir aber auch ein Betriebssystem, was dieses Mobiltelefon braucht. Ja, wenn wir O2, Vodafone etc. haben, dann werden die das auch in ihrem Serviceangebot mit reinnehmen. Dann werden wir, wenn wir einen Vertrag abschließen, auch ein Handy bekommen können, wo eben auch schon ein Betriebssystem drauf ist,
mit dem wir dann telefonieren können. Zugang zu Ressourcen ist ein weiterer Punkt, den wir brauchen in unserer Servicebeschreibung. Zugang zu Ressourcen ist dann beispielsweise das Thema, dass eben in Deutschland das Netz überall gut ausgebaut ist und dass wir überall guten Empfang haben oder eben auch nicht oder nicht immer. Und dann haben wir eben unsere Serviceaktionen, die dann beschreiben, ich kann innerhalb des Service eben Datenvolumen nochmal zusätzlich anfragen. Ich kann Fragen zu meiner Rechnung stellen und habe eben einzelne Services innerhalb dieses Service, die dazugehören, die wichtig sind. Und ich habe jetzt an der Stelle einfach mal ja für Sie eine Darstellung mitgebracht, wie jetzt ein Service-Katalog am Ende mit einer Servicebeschreibung dann aussehen kann. Ich habe im oberen Teil bei mir jetzt eben die unterschiedlichen Services. Wir haben es jetzt erstmal einfach gestaltet mit dem Beispiel PC-Arbeitsplatz. Da haben wir den PC-Arbeitsplatz mobil, da haben wir den PC-Arbeitsplatz Homeoffice und können eben dann im nächsten Moment unterteilen, für welche Anwendergruppe ist jetzt dieser Service vorgesehen. Und je nach Anwendergruppe wird das Wertversprechen angepasst sein und natürlich die weiteren Punkte wie Waren, Serviceaktionen, Zugang zu Ressourcen. Und ja, da hätten wir jetzt das Beispiel PC-Arbeitsplatz, wird die allgemeine Bürokommunikation bereitgestellt, die auf den jeweiligen Bereich zugeschnitten ist. Sie erhalten eine technologische aktuelle Hardware und einen Service, der die ständige Pflege der Komponenten umfasst. Kurz und knapp beschreiben, um was es da geht. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt großartig, ganz groß formulieren, ja, was wir da jetzt machen, sondern versuchen uns auf den Punkt zu bringen. Wir sehen die Waren, die wir dafür brauchen, wir sehen die Software, die wir dafür brauchen und eben einzelne Serviceaktionen. Ja, wer im Nachgang daran interessiert ist, das nochmal sich ein bisschen genauer anzuschauen, sehr gerne, kommen Sie da auf mich zu, da können wir an der Stelle dann natürlich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, denn das ist ja das Spannende dann auch, ja, wie wir beispielsweise den Zugang zu Ressourcen haben mit einem unterschiedlichen mit unterschiedlichen Warranty Levels, ja, dass wir feststellen, okay, je nachdem, was wir bezahlen, je nachdem, was wir für einen Support auch bereitstellen müssen, werden wir eine Clusterung vornehmen nach Bronze, Silber, Gold. Je nachdem werden sich die Betriebszeiten, die Wartungsfenster verändern, Servicezeiten sich verändern, wird sich die Verfügbarkeit verändern. Und das ist das Thema, was wir dann ja am Ende erstellen wollen. Wir wollen einen übersichtlichen, gut bedienbaren Servicekatalog erstellen, bei dem wir eine Servicebeschreibung vorfinden, mit der wir auch was anfangen können, mit der wir auch wirklich ja, arbeiten können. In vielen Fällen muss man wirklich sagen, ist das eine Totgeburt. Man fängt an, das zu erstellen, man fängt an, das aufzuschreiben und im nächsten Moment schaut da nie wieder jemand rein, weil es viel zu technisch aufgebaut ist und ganz oft nur diejenigen das verstehen, die das selbst geschrieben haben. Und das ist genau das, was wir ja versuchen eben nicht zu bekommen. Wir versuchen eben da was zu erstellen, bei dem wir eben auch wirklich das Verständnis auf allen Seiten bekommen. Ja? Man kann natürlich dann noch mehr ins Detail gehen, Voraussetzungen, Abhängigkeiten mit beschreiben, Referenzpunkte, Leistungsübergabepunkte, da wird es dann wirklich sehr spannend und wir stehen da gerne immer parat und sind auch gerne Ansprechpartner bei den Themen und je nachdem werden wir natürlich auch unterschiedliche Preismodelle dann abbilden. Und das wäre jetzt so der vierte Schritt. Der vierte Schritt, der uns zum letzten Schritt bringt und der letzte Schritt ist nochmal eine kurze Zusammenfassung. Eine kurze Zusammenfassung, Arthur, auf was muss ich jetzt schauen, was muss ich auf dem Schirm haben und was brauche ich denn jetzt, wenn ich starten möchte? Ja, mit einem guten Servicekatalog, um das nochmal zusammenzufassen, gewinnen wir Klarheit und Steuerbarkeit für alle unsere Services als Service Provider, egal ob wir externe Services sind oder ob wir eine interne IT sind. Und große Schwierigkeit, ganz klar, dass es viel zu komplex aufgebaut wird und da müssen wir eben drauf achten. Wir müssen, und das sage ich immer, wir müssen quasi den Servicekatalog verkaufen. Darum geht es, ja, dass wir ihn verkaufen und ja, da können wir uns, glaube ich, nochmal sehr schön an diesen fünf Schritten, die wir gerade hatten in unserer Reise, uns anschauen. Schritt Nummer eins, um einen guten Servicekatalog zu beschreiben, müssen wir im ersten Schritt mit den beteiligten Stakeholdern eine Einigkeit über den Service bekommen, über die Definition des Service.
Wenn die Einigkeit darüber besteht, dann können wir klären, wer ist der Konsument, wie unterschiedlich ist er auch. Danach können wir klären, welche Leistungen bereits bestehen, also die Baseline erstellen und dann können wir losgehen mit der wirklichen Beschreibung des Service, dass wir das Ganze bündeln, dass wir das erstellen, unseren Servicekatalog und dann ja, sind wir beim fünften Schritt und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie kriegen wir das jetzt in die Organisation? Und dann wären wir bei einem Thema, wofür wir wahrscheinlich ja, weitere 45 Minuten bräuchten, wenn nicht sogar eigentlich weitere ja, 2 Tage. In unseren Schulungen gehen wir da dann auf den nächsten Punkt näher drauf ein. Wie kriege ich das denn jetzt in die Organisation? Organisatorisches Change Management. Und ja, für all diejenigen, die das Thema noch weiter interessiert, kommen Sie da gerne auf mich zu. Und ich glaube, dann kann das Ganze auch am Ende gut funktionieren. Und ja, ich glaube, das ist so eine kurze Zusammenfassung. Ja. Also man hat vielleicht gesehen, man versucht natürlich ziemlich viel anzusprechen, aber die Zeit, die ist da ja auch recht begrenzt. Also ich freue mich dann auf jeden Fall im Nachgang, mich dazu noch auszutauschen. Gerne auch immer privat, wenn Sie das möchten. Und ja, das zu meinem Thema Servicekatalog. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann würde ich wieder abgeben an den lieben Ralf. Ja, sehr schön, lieber Arthur. Wir haben in der Tat ein paar Fragen, aber das von der Zeit wird es knapp. Daher mein Vorschlag, ich habe es jetzt auch schon mal beim einen oder anderen geschrieben, entweder direkt jetzt in der Session bei der Speakers Corner, wo man dich ja nochmal antreffen kann, ja, oder einfach, wenn ich mal an meine allererste Slide zurückdenke, einfach mal kurz einen Termin bei uns buchen. Da können wir uns mal gern kurz drüber austauschen, einfach mal anhören. Wie ist es bei Ihnen integriert? In welcher Umgebung ist es? Ja, zum Beispiel gab es auch eine Frage, welches Tool empfehlen wir zum Thema Servicekatalog? Ja, das, was für den einen gut und fein ist und ausreicht, ist für den nächsten unter oder völlig überdimensioniert. Von dem her, da muss man einfach 2, 3 Sätze zu verlieren. Nutzen Sie, wie gesagt, auf unserer Webseite auch gerne den Button Termin, Gesprächstermin buchen. Keine Angst, damit verkaufen wir Ihnen gleich keine Waschmaschine oder sonst was, sondern es geht darum, dass Sie ein Bild haben. Und wenn Sie sagen, hey, die haben da interessante Ansätze, dann entscheiden Sie gemeinsam nach dem Gespräch, ob es irgendwie weitergeht oder nicht. Also keine Angst, das ist nicht wie bei der Drückerkolonne, dass wir da sofort mit dem Auftrag wedeln, wenngleich wir auch gerne Aufträge schreiben. Also von dem her, Arthur, ich sage vielen, vielen Dank für den spannenden und kurzweiligen Vortrag. Du bist jetzt in der Speakers Corner zu finden, Jawohl, ja, für ein genau. direktes Gespräch. Das heißt, du musst jetzt wieder aus diesem Räumchen hinaus, über den Flur und bist dann in dem großen Saal der Speakers Corner dann als ja, Person Querstrich Avatar dann auch dort anzutreffen. Genau. Ich Genau. werde ein Momentchen brauchen. Ich muss noch mal kurz um die Ecke gehen, aber dann bin ich auf jeden Fall gleich Genau, mit also die dabei. Teilnehmer haben es gehört, in 2, 3 Minuten ist er dann da. Wie geht es dann noch weiter im heutigen Tag nach dem Thema von dir? Im Anschluss der Markus Bause mit der Tamara, einen schönen Austausch, Eitel in 5 Tagen durch Process Prototyping. Wie kriegen wir das hin? Wie ist da unsere Vorstellung? Und dann um 12:15 Uhr Timo König, verantwortlich für das Thema Strategy Process Advisory. Bei der BWI, ganz toller Vortrag zum Thema Service Management bei der Bundeswehr. Also auch da. Und dann sind wir auch schon am Ende der Woche und am Ende der Veranstaltung angelangt. Und ich sage Ihnen ganz, ganz lieben Dank. Arthur, du gehst um die Ecke, damit du dich dann einfinden kannst. Und liebe Teilnehmer, Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Passen Sie auf sich auf. Und ich freue mich auf die Gespräche und werde ich Sie das nächste Mal möglicherweise vielleicht auch persönlich sehen kann. Ciao. Dankeschön, ciao.